Wird? Hä? So, Jan ist durchgeladen. Davor. Hey. Schlafmütze. Was steht immer activated? Ah, jetzt auf einmal. Kann man die nicht normal ausstellen? Aha, okay. Habe ich das immer anders gemacht? Ah ja. Hat er das geändert? Okay. Na gut, wie auch immer. Herzlich willkommen, danke Kuckuck. Mikrofon muted. Ja, zum Line Battle. Am Anfang war es ein wenig. Da war ich noch recht abgelenkt, weil mir ein. Weil mir ein Regiment heute abging. Und ja. Deswegen war es ganz zu Beginn ein wenig stressig. Dann war diese blöde Sache mit diesem Offizier der Leichten, den ich als erstes gedämpft habe zum Schluss. Tut mir jetzt im Nachhinein leid, weil er so ein Idiot ist. Aber jetzt habe ich schon zwei Colonels von ihnen auf der Liste. Wie auch immer. Ja, es war doch etwas zu tun, vor allem zum Schluss für mich. Ansonsten haben wir jede Runde gewonnen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich dachte, wir können zwei Runden spielen auf der letzten Map, aber es hat sich dann die dritte Runde, also die letzte auf der ersten Map, so lange hinausgezögert und ja, Map-Changing ging recht schnell dafür, aber trotzdem. Ich denke, es hat gepasst. Sehr gute Leistungen. 14-fach Treffer von der Artillerie. Sehr, sehr nice. Super Treffer. Unglaublich war's. Mikrofon muted. 14, ja, sag ich ja. Neuer Rekord, Herr Oberstleutnant. Neuer Rekord? Rekord. Rekord, okay. Ne, 14 da. Falls ich 13 gesagt habe, tut mir leid, 14. Rekord ist 19, ja. War ein sehr, sehr schöner Treffer, richtig geil. War auch sonst der Theati heute sehr, sehr gut getroffen. War mit der Chainsaw war es, denke ich, ne? Ach so, der Rekord von 19 von Moga, okay. Ansonsten hat es zumindest von oben den Anschein gemacht, als wäre der Teamplay vorhanden. Ich denke, mit der 5th KGL war es heute sehr angenehm, die eine super Leistung gebracht. Es hat sehr schön ausgesehen mit denen, die haben auch immer dominiert, wenn sie wo rein sind. Also die haben, denke ich, die eine Flanke ganz gut gehalten oder gemacht, gehandelt. Ich denke, das war sehr, sehr angenehm. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört, dass ihr UK ausgewählt hattet zum Line Battle. Aber ab und an werden wir das wohl so machen, wenn die 5th KGL in unserem Team ist. Ansonsten bin ich fertig. Ich bin schon gespannt auf den Bericht vom Fenrich im Anschluss. Gestern war ja das Match. Bin ich schon. Ah, längere Corey Doctor. Ja, das ist ja schön. Wunderbar. Gut, ich gebe aber ab an die Kavallerie, Corporal Lichti. Ja, guten Abend. Zum Training gibt es nicht viel zu sagen. Wir hatten heute das Trainingsmatch mal wieder gegen die Nummer 6. Haben 9-1 leider verloren. Gab ein paar knappe Runden, gab gute Einzelleistungen. Teamplay ist verbesserungswürdig. Zum Line-Battle sagt bitte Corporal Claudius was. Hat das Ganze geführt? Ja, ich hatte heute eher den Eindruck, dass es ein Stellungskrieg war. Hat der Kavallerie auch wenig Chancen gelassen, wirklich effektiv einzugreifen. Aber sobald wir die Chancen hatten, haben wir relativ gut abgeräumt, würde ich sagen. Ja, und dann hätte ich noch was Positives. Klaus, kommst du bitte mit vor? Einmal bitte der Kaffreiter Twinky von Winky und einmal bitte der Kaffreiter von Kaffreiter Huber vortreten. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Twinky von Winky? So ehrlich. Hinten in oben blocken. So, wir haben uns euch jetzt seit längerem beobachtet. Ihr habt eine hervorragende Disziplin, ihr seid engagiert, ihr seid motiviert. Ihr zeigt den grundlegenden Skill, der auch dauerhaft ist, und deshalb befördern wir euch stellvertretend an Adlons Stelle zum Rang des Susan. Herzlichen Glückwunsch. Auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Husaren. Ja, auch von mir. Gratulation. Zwei neue Husaren. Wunderbar. Danke schön.
Und wieder zurück ins Spiel. Eine weniger schöne Meldung haben wir, denke ich, auch noch, ne? Korporal Ichti, der vom Rang her Reiter? Nein, Husar. Husar, okay, ein Husar, der die Kavallerie verlassen hat. Flint, meine ich, was, ne? Ja, genau, Flint. Ja, dass ich jetzt nichts Blödes sag. Ja, wie schon gesagt, hat die Kavallerie verlassen. Nee, goodbye. Nicht die Kav. Ja, das ganze Regiment verlassen, tut mir leid. Ja. Weniger schöne Nachrichten, aber ist halt so, zumindest abgemeldet. Alright, wird aber jetzt, denke ich, nicht allzu sehr fehlen, weil er ja eh die letzten 3 Monate nicht da war oder so in der... Ja, genau, richtig, dankeschön, Nikov. Genau. So, gut, haben wir das auch. Wir geben ab an die Infanterie, Oberleutnant Mac der Vierte. Einen wunderschönen guten Abend, gesamte Regiment. Das erste, was, also die besondere Meldung von gestern, von dem 1-1, wird Koko da am Ende machen, so als kleine Überraschung. So, Training, ja, Formationstraining. Zwischendurch ist mal das TS abgehackt. Bitte nochmal entschuldige mich dafür an andere Bataillone. Ich habe es versucht, so schnell wie möglich zu fixen. Es hat nur etwas gedauert, aber ich habe es dann irgendwie dann doch hingekriegt. Ja. Training, was haben wir gemacht? Wir haben Formationstraining gemacht, das Wegstaffeln nochmal geübt und die Gruppencharge. War ganz interessant. Man hat gesehen, wie leicht doch erfahrene Musketiere oder Gemeine eine Rekrutenlinie unterschätzen können. Das heißt, wir müssen natürlich wieder dran arbeiten. Ach, Remsi ist auch da. Ich bin ja beeindruckt. Kannst du jetzt endlich sprechen? Nein, gut. Dann hat er halt Pech gehabt. So, um zum Line Battle. Also wir hatten eine kolorreiche Linie, also eine sehr große Linie, die mir auch bis zum Ende des bis sie jedoch unterhalten konnten, bis auf die letzte Runde. Da kam es fast zu der Situation, dass wir eingekesselt wurden, auseinandergenommen wurden. Wir haben dann noch gecharged, haben noch eine Linie mitgemacht mit den Jägern zusammen, dann eine 2-Linie oder 5 Kitchen L weggemacht und die dritte fast geschafft und dann kommt die Kugel und da hat sich das erledigt gehabt. Ansonsten bis zum Ende der jeder Runde hatten wir mindestens 10 bis 12 Mann noch am Leben, ohne großartige Verluste. Da bin ich sehr, sehr stolz auf euch, Männers. Sehr, sehr stolz. Macht weiter so. Dann, was noch? Ja, Training. Ja, habe ich ja schon gesagt. Gut, dann habe ich noch 2 Beförderungen. Es treten vor der Rekrut Ketchup und der Rekrut Tomatenmax. Oder Max. So, und wenn jetzt der Kamerad Kremsi da ist, ist er denn ja da? Bitte auch nach vorne und mir noch sagen, wohin du möchtest. Jäger. Jäger. Alles klar? Ja. Gut. Dann präsentiert. Quatsch. Achtung. Präsentiert das Gewehr. So, schön. Kniet nieder. So. Bei Tomaten, Max, ganz einfach. Wegen deiner guten Leistung heute werde ich das eine Training wegfallen lassen und befördere dich eben hiermit heute schon zur nächsten Stufe, also zu deinem jeweiligen Bataillon, wo du hin möchtest. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Vollmember, genauso wie an den anderen beiden, zum Vollmember in diesem Regiment. Schön, dass ihr bei uns seid, schön, dass ihr euch unserer Familie angeschlossen habt und schön, dass ihr die Leistung zeigt, die wir benötigen, um euch noch bessere Soldaten zu machen. Macht weiter so, zeigt weiterhin auch in dem Bataillon, wo ihr jetzt hingeht, werdet bei eurer Leistung, das wird die Bataillonschefs freuen. Und enttäuscht mich nicht für die Zukunft, okay? Rekrut Tomatenmax, herzlichen Glückwunsch zum, was war's? Kanonier. Und Ketchup, herzlichen Glückwunsch zum Musketier. Und Karl Remsi, herzlichen Glückwunsch zum Schützen. Steht auf! Achtung! Dann Musketier Ketchup. Austreten, lützerische Einheit wählen und wieder in die Linie eintreten, ausführen. Außen fort bitte, genau. Tomatenmax, rechts um. Genau, Marsch. Halt. Bollwerkshauptmann Mogerwolf. Übergebe einen neuen Kanonier an die Artillerie. Vielen Dank, Herr Oberleutnant. Außen fort, raus, Pömpler auswählen und rein ins Glied. Bitte Remsi rechts um, mir nach Marsch. Und halt. Hauptmann Nikov, Oberleutnant Mike der Vierte, übergebe einen neuen Schützen an die Jäger.
Danke, Oberleutnant. Creme Sie einreihen und warten. Das war's zu der Beförderung und jetzt darf natürlich Kuruk die glorreiche Meldung verkünden. Na, wir uns spannend machen. Auf jeden Fall, wir haben die ersten Runden sehr safe gespielt, dass wir da sicher sind auf unserer Seite. Und ja, die restlichen Runden dann doch ein bisschen gewagter gespielt, den Gegner besser kennengelernt, damit wir uns auch das nächste Mal darauf vorbereiten, auch beim nächsten 1 gegen 1 besser agieren können. Am Ende 6-4 verloren. Also, der Gegner hat verloren, wir haben natürlich gewonnen. Ja, war schön insgesamt. So natürlich war das gar nicht. Nein, ja, auf jeden Fall haben wir 6-4 gewonnen und das war eine schöne Leistung der Infanterie. Ich bin stolz auf sie. Ich bin froh, dass sie so gute Arbeit in letzter Zeit leisten. Noch was geguckt? Dank der Führung. Ja. Nein, ich hab nichts mehr. Gut, Herr Oberstleutnant, das war's dann von der Infanterie. Wunderbar. Mikrofon muted. Herzlichen Glückwunsch auch von mir an die neuen beförderten Rekruten. Jetzt nicht mehr Rekruten. Das hat noch ernste Folgen, Herr Fenrich. Ja, ernste Folgen. Ich hatte gesagt 8-2, nicht 6-4. Mann, da muss man die Führung wieder austauschen. So. Wow, dankeschön. Mikrofon muted. Wenn Befehle nicht befolgt werden. ja, wir gehen weiter zur Artilleriefeuerwerkshauptmann Morgenwolf, bitte sehr. Jo, viel zu sagen zu dem heutigen Kaffee gibt es nicht. War ein recht durchschnittliches, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten. Boah, das war's im Prinzip auch schon. Okay, dankeschön. Mit Mega-Multikill, sehr schön. Weiter zu den Jägern, Hauptmann Nikov. Ich muss sagen, auch wir hatten Spaß, ein, zwei Führungsfehler waren von meiner Seite dabei. War im Allgemeinen etwas Brain-AFK, aber ansonsten hat's, glaube ich, gepasst. Super, hervorragend, vielen Dank und Stabsseite dann, Death Vader, bitte! Ja, ich war ja heute, Hintergrundgeräusche bitte einstellen, oder gestern bei der Kavallerie. Ich muss sagen, wir haben uns auf jeden Fall, beziehungsweise die Kavallerie hat sich auf jeden Fall gesteigert, vor allem gestern. Da war ich wirklich überrascht, wie wir den Gegner wirklich fast fertig gemacht haben. Also da haben wir wirklich sehr, sehr gut gespielt. Genau, und heute haben wir auch sehr gut gespielt. Eine Runde haben wir in Chatten für uns gewonnen, was eine Steigerung ist. Das ist genau der Plan, den Adenon für die Kavallerie vorgesehen hat. Der geht jetzt schon langsam, aber sicher in Erfüllung. Auf jeden Fall, man muss an seinen Zielen arbeiten. Sonst wird nichts. Wunderbar, hervorragend. Und ja, wir gehen über zu den Meldungen aus der Mannschaft. Was sagen möchte Proktoben oder erschweckt Fimmer? Nichts. Was? Doch, okay, Husa Freika! Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an alle Beförderten. Und das Sign-Battle fand ich heute eigentlich sehr entspannt. Wir haben uns mit den Kürbis hin angelegt. Meistens ist es glimpflich für mich ausgegangen. vor allem fand ich das Aerobic-Training am Ende mit der Artillerie sehr entspannt. Können wir ruhig öfter machen, sollte mir mal ein Pferd fehlen. Und damit gebe ich auch schon ab. Ja, wunderbar, vielen Dank. Und wir gehen weiter zum Muskel der Cobra 2000. Guten Abend, Herr Oberstleutnant. Guten Abend, liebes Regiment. Also ich muss sagen, das Training war heute interessant. mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Das LB war für mich, also ich fand es spaßig. Ich fand es schön, dass wir so viele Leute waren in der Linie. Ich muss dazu sagen, war eine schöne Führung. Nur, dass manchmal, wenn halt alle Offis, also die Leitenden der Linie, durcheinander reden, versteht man manchmal die Befehle nicht ganz. Dadurch sind manchmal Blobs entstanden. Und war ganz nett. Also ich muss sagen, freue mich auf mehr davon. Gut, wunderbar, vielen Dank. Dann die zweite Reihe, der Rekrut, nicht mehr Rekrut, oder? Ketchup. Erstmal guten Abend ans Regiment. Ich bedanke mich erstmal nochmal für die Beförderung und ich beglückwünsche alle anderen Beförderten. Ich fand das Slime-Battle heute sehr gut und ich war sehr stolz auf uns, dass wir so viel in Vielzahl am Ende noch vollzählig waren. Ja, wunderbar. Rekrut Dr. X yourself. Ja, danke fürs Wort und guten Abend ans ganze Regiment. Das Slime-Battle heute fand ich ziemlich cool. Das Training war auch ziemlich lustig und Glückwünsche an alle Beförderten.
Gut, vielen Dank. Und dann noch last but not least.